Hi, ich bin Fresh Torge. Im Herbst diesen Jahres bin ich wieder auf großer Live-Tour in Deutschland unterwegs. Sei dabei und erlebe Sandra, Lexa, Helga und Marianne, Carina oder Mareike und vieles mehr. Sichere dir jetzt deine Tickets unter freshtorge.tv/tickets. Ich freue mich auf euch. Moin. Ja, hallo, wo soll's denn hingehen? Ich will shoppen gehen. Also in die Stadt. Kennst du Sandys Fashion Shop? Nein. Ist in der Stadt. Also willst du in die Stadt? Nee, zu Sandys Fashion Shop. Der ist doch in der Stadt. Ja? Hast du gerade gesagt? Sorry, ich bin noch ein bisschen durcheinander. Mein Freund Sascha hat mir gerade erzählt, dass er vergessen hat, die Pille zu nehmen. Also, einmal bitte in die Stadt. Zu Sandys Fashion Shop, ich weiß. Woher wissen Sie das? Wie alt bist du? 16. Dann musst du den vollen Preis zahlen. 3,60 Euro bitte. Ich werde 16, noch bin ich 15. Ich bin hier der erste Offizier, ich lass mich nicht veräppeln. Wann bist du geboren? Was? Wann du geboren bist. Wann hast du Geburtstag? 7.10. Welches Jahr? Na, dieses Jahr. Wann dein Geburtstag ist? Na, dieses Jahr habe ich Geburtstag am 7.10. Was wollen Sie von mir? Komm, geh rein. Meine Fresse. Ich darf umsonst? Ja, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung fahren kostenlos. Los, rein mit dir. Ich liebe es, dumm zu sein. Ach, dann wollen wir mal. Oh nein. Ich glaube, Ihren Bus geht's nicht so gut. Nun komm schon. Ihr Bus hört sich heiser an. Hat der einen Schnupfen? Jetzt spring schon an. Würde mich nicht wundern, der ist ja den ganzen Tag draußen. Scheiße! Keine bösen Wörter! Ja, ich bin's. Wieder Probleme mit dem Bus. Komm's vorbei? Super, danke dir. Danke dir, ciao. Ist das spannend? Moin! Der Bus ist kaputt. Halt die Fresse! Lexa! Sandra, Junge, was geht ab? Der Bus hat einen Husten, aber der Busfahrer hat schon Arzt gerufen. Und bei dir? Will in die Stadt! Meine jugendliche Frustration an irgendwelche Mülltonnen rauslassen! Gehen wir zusammen noch was essen? Nö, hat den Grundschülern schon das Pausenbrot abgezogen. Bin satt! Ey, du bist so cool, ey. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. Hallo. Musik aus, das ist ja nicht gestattet im Bus. Ah, sorry, Moment. So, aus jetzt. Was willst du, Junge? Ich mach hier jetzt mal eine klare Ansage. Der Busfahrer macht eine Ansage. Achtung! Ihr zwei habt euch zu benehmen hier in meinem Bus. In Ihrem kaputten Bus? In meinem Bus habt ihr euch zu benehmen. Hast du zu viel Bussimulator gespielt? Also, ihr zwei hattet anscheinend wirklich eine schlechte Erziehung. Nö, gar keine Erziehung. Das merkt man. Deswegen auch immer meine aggressive Art. Weil ich meine Verletzlichkeit überspielen will. Ich kann verstehen. So, was los hier? Ah, Herr Pöppelmann, schön, dass Sie da sind. Möchte Kiste schon wieder schlapp oder was? Hast du mal den Keilriemen ausgeriemt? Den Keilriemen? 90% ist das der Keilriemen, der sich ausgeriemt hat. 30% der Schnibbelstück, wenn ich richtig sehe. Okay, könnten Sie das vielleicht... Horstmann! Sorry, ist eine Angewohnheit. Horstmann ist krankgeschrieben. Was ist denn passiert? Ist gestern in den Öltank gefallen. Sieht aus wie ein Vogel, der von der Ölkatastrophe an den Strand gespült wurde. Wie dumm kann man sein? Hey, ganz vorsichtig, ja? Ich würde jetzt gern in die Stadt, also... Ich guck mir den Keilriemen an, ob der ausgerieben wurde. Vielen Dank. Wird das sehr teuer? Aber holla die Hodo! Was für ein Tag. Nee, ich nehme die Spirale und Sascha die Pille. Wir gehen da auf Nummer sicher. Du nimmst die Spirale? Klar, jetzt auch gerade. Merkt man voll nicht. Gestern habe ich mit Stefan in der Raucherecke rumgemacht. Mit Stinke-Stefan? Irgendwann gewöhnt man sich an den Katzenpissegeruch. Hallo. Hallo, guten Tag. Sind Sie der Busfahrer? Ja, ich bin der Busfahrer. Was gibt's denn? Ich möchte, dass Sie mich in die Innenstadt chauffieren. Mit Ihrem Bus. Tut mir leid, der Bus wird gerade repariert. Das kann ein bisschen dauern. Normalerweise fahre ich nicht mit dem Bus, müssen Sie wissen. Ich mache das nur, weil unser Lamborghini gerade in der Werkstatt ist. Schön für Sie. Nein, gar nicht schön. Ich habe Angst, dass ich mir hier irgendwelche Krankheiten einfange. So ein Blödsinn. Oder mich normale Menschen ansprechen. Innenstadt? Ja, zu Gucci und Gabbana. 3,60 bitte. Hier, 50 Euro. Kaufen Sie sich von dem Rest ein ordentliches Deodorant. Ich will nicht mehr
ganz ehrlich, ich will nicht mehr. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Natürlich. Die Speckschraube ist verzahnt. Da komme ich nicht an den Keilriemen ran. Wieso kaufen Sie sich nicht einen neuen Bus? Das sind locker mal 150.000 Tacken, du. Das ist sicherlich viel Geld für Sie. Für mich nicht, denn ich bin ja reich. Nur 150 Euro? Hätte ich jetzt auch mit mehr gerechnet. Können wir heute denn noch fahren? Um die Speckschraube zu lösen, brauche ich eine Mackenbutsche. Na dann los. Fahren Sie in den Supermarkt und holen Sie eine. Hast du gehört, Hossmann? Die sagen, ich soll eine Mackenbutsche aus dem Supermarkt holen. Ich will gleich mein Geld zurück. Ganz ruhig. Ich auch. Du hast gar nicht bezahlt. Ich auch nicht. Weil ich dumm bin, musste ich nicht. Mir wird schlecht. Das geht einigen so, wenn sie das erste Mal in einem Bus sitzen. Nein, das asoziale Gerede hier tut mir nicht gut. Jetzt bring den Bus mal zum Laufen oder ich lauf selber. Ich muss gleich erstmal Mittag essen. Hab schon Schnitzelpommes bei der Schlemmerpfanne bestellt. So sehen sie auch aus. Das wird hier heute nichts mehr. Ich muss in die Stadt. Meine eigene Unzufriedenheit an unschuldige Passanten rauslassen. Eine Idee hätte ich noch, wie ich die Speckschraube abkriege. Wie denn? Mit einer Spirale. Aber wo soll ich jetzt eine Spirale her? Ich hab eine.